Mama may have and Papa may have. Souliger Sound, grooviger Rhythmus, Gitarrenklänge und das live vor Publikum. Das erste Kulturfestival ist an den Start gegangen. Die ersten drei von insgesamt 8 Tagen bis Ende August. Mit dabei am ersten Wochenende die neuen Musiker von Downbeat. Am Herzog-Alfred-Brunnen im Hofgarten legten die Künstler los. Den Anfang machte Stefan Ignaz, bekannt aus dem Salon Ignaz. Mit spitzer Zunge gab der Schauspieler scharfsinnige Prosa zum Besten. Großartig. Ich war fast überfordert. Man hat ja nicht mehr als 10 Leute gesehen. Aber das war wirklich großartig jetzt gerade. Tolles Gefühl. Mit Ignaz auf der Bühne stand Ron Höllein und entlockte einer Drehleier ungewöhnliche Töne. Nach Prosa, Lyrik und Drehleier wurde der Chor unerhört von seinen Fans erwartet. Ich freue mich auf den Chor unerhört. Und dass endlich mal wieder was los ist in der Stadt. Einfach mal ein Ereignis wieder. Einfach mal wieder Musik zu hören, im Freien zuzuhören. Also das habe ich mir auf jeden Fall ausgesucht, weil ich finde den Chor ganz toll. Den habe ich schon mal gehört, den haben wir auch zusammen schon mal gehört. Deswegen wollten wir unbedingt raus und der Platz ist super toll. Und so ein Angebot muss man einfach wahrnehmen. Ich denke, wir werden auch noch mal eine andere Veranstaltung besuchen. Mal laut, mal leise, bunt gemischt war das Programm am Wochenende. Es war für jeden etwas dabei, ob klein oder groß. Zum Beispiel wirbelten und trommelten rund 60 junge Interpreten der Grundschule Neuses auf der Bühne umher. Nini Beiersdorf, bekannt als Nise Ferreira, heizte mit südamerikanischen Klängen und Rhythmen ein. Groovig und jazzig klang das Wochenende damit Downbeat aus. Und das alles bei freiem Eintritt. Fortsetzung folgt. An 2 weiteren Wochenende singen, tanzen, grooven und spielen Künstler. Informationen zu den weiteren Veranstaltungen bei kultur.de.